Hallo Leute, weiter geht's bei Eternal Darkness. Ja, meine Pistole ist leer, das ist kacke. Aber ich habe noch mein Gewehr. Und wir haben unsere letzte Magie gefunden. Oh oh. Oh oh. Ich nehme einfach mal stark an. Ich kann jetzt die neue Magie sprechen. Kann das sein? Ich versuch's einfach mal. Sprechen, das da, das da, das da und das da. Ich werde hier ein wenig herumlaufen, glaube ich. Da ist eine rote Barriere. Ein Problem ist jetzt... Moment, ich lese erstmal, was da steht. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Diese Magie bindet einen Gegner an den, der den Spruch bringt. Der Gegner muss für die Dauer der Magie die Seiten wechseln. Aha! Aha, verstehe! Ansonsten könnte ich die Viecher vielleicht gar nicht besiegen, weil sie hinter diesem Schutzwall stehen. Aha. Aha. Na gut, hab volle Magie. Also gut, versuchen wir es. Versuchen wir es. Ah komm, ich nehme nur das. Das muss reichen. Na? Steuere ich jetzt den hier? Vielleicht? Nee, irgendwie nicht. Hä? Irgendwas hat funktioniert, aber irgendwie nicht das, was ich wollte. Muss ich zuerst Aufhebung oder so sprechen? Nein! Sprechen, verdammt! Na? Hat irgendwie auch nichts gebracht, oder? Moment, habe ich genug Energie? Ja, verletze ich mich? Ja, ich verletze mich. Gut, das wollte ich nur wissen. Heilen. Oh Mann. Kacke. Ja, jetzt muss ich wieder umherirren, bis ich wieder genug Magie habe. Leute, ich glaube, ich schneide das raus, bis ich wieder volle Energie habe, ja? Also bis gleich. So, Leute, ich bin wieder voll. Was soll ich jetzt bitte tun? Muss ich echt Aufhebung das Stärkste machen, was ich habe? Das wäre Netlag und Redgomor. Versuchen wir es. Weiß ich nicht. Rot, Netlag, Redgomor und Pargon. Vielleicht muss ich jetzt wirklich das einsetzen, damit die Barriere weggeht und dann irgendwie kämpfen. Ja, was anderes habe ich gerade nicht im Kopf. Na? Nein! Hä? Wie soll ich dann... Hä? Dann habe ich keine Idee mehr, Leute. Erkennen nicht, Isolierung nicht, Aufhebung nicht, Trapper nicht, magische Attacke vielleicht, Schild bringt auch nichts, Grauen auch nicht, magische Summe auch nicht, Fesseln komme ich auch nicht durch. Hä? Ich komme nicht da durch. Leute, ich komme da nicht durch. Hä? Leute? Irgendwas ist kaputt. Ich komme da offenbar nicht durch. Weiß nicht weshalb, aber es ist nicht so cool irgendwie. Hä? Aber jetzt zurückgehen ist doch eigentlich auch Schwachsinn, oder? Eigentlich. Hä? Ich hänge schon wieder fest. Ich hänge schon wieder fest. Das gibt's einfach nicht. Fesseln. Wo könnte ich das jetzt verwenden? Null Ahnung gerade. Echt? Aha. Ja, ja. Ist klar. Ist klar. Munition, Munition, Munition. Ist klar. Oh, wenn das stimmen würde. Seht euch das an. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Ja, ja, du mich auch. Aber...
Nee, ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Gibt's noch einen anderen Weg hier unten? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Was sagt meine Magie? Die ist wieder voll. Okay, Leute, ich speichere hier mal kurz, damit nichts passiert. Kann ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Kann ich hier speichern? Ja, hier kann ich speichern. Leute, damit nichts passiert, speichere mal kurz. Dann werde ich mal alle Magien testen, die ich habe. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Hallo Leute. Ja. Habe ich das nicht zuvor gemacht? Fessel sprechen mit Chaturga. Ah, erst jetzt. Erst jetzt. Oh oh, der eine ist tot. Erst jetzt ist das passiert. Warum? War vorhin die Magie... Ups. War die Magie nicht stark genug, oder was? Und der letzte Kopf, komm. Okay. Ja, das kann ich nicht einsetzen, ich weiß. Nehme ich das hier. Nehme ich das hier. Hallo? So, geht doch. Um den hier zu erledigen. Habe ich vorhin einfach eine zu schwache Magie verwendet, oder... Was war das Problem? Was ist das hier? Was ist das? Ein Paket Sprengstoff! Sicherlich ein Überbleibsel aus dem Krieg. Das sind Runen. Aber... Jetzt habe ich Sprengstoff dabei. Super, nicht wahr? Ich könnte sogar mixen. Ach du Scheiße. C4 Plastiksprengstoff. Sobald der Zeitzünder angebracht und aktiviert wird, wird die Bombe nach 3 Minuten explodieren. Zeitzünder? Woher soll ich jetzt bitte einen Zeitzünder nehmen? Hä? Ich... Doch unglaublich. Was ist mit diesen Runen hier? Was ist mit diesen Runen? Moment, ich will mal die Karte sehen. Da gibt es ja nichts mehr eigentlich, oder? Wenn ich jetzt eine Etage nach oben gehe. Oder halt... Hä? Ne, dann bin ich da. Eigentlich. Hä? Ich habe keine Ahnung. Echt. Null Ahnung. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Auf jeden Fall speichere ich mal kurz. Warum nicht, ja. Und dann, ja. Nö, weiß ich nicht. Mir wurde gesagt, was ich zerstören soll, aber... Da waren wir mit Michael zumindest noch nie. Ja, und wofür ich jetzt diese Waffe habe, das... Halt, Moment. Ich kann diese Waffe hier nicht einsetzen. Wo ist sie jetzt? Da. Vielleicht ist die der kleine Bonus, wenn man alle 3 Statuen sammelt. Das kann sein. Hier, Sprengstoff? Nö, kann ich damit was mixen? Beide Dinge passen nicht zusammen. Mit was soll ich denn bitte... Hä? Ja, nee, komm. Also wenn das wieder irgend so ein Ding ist von wegen, oh, eine Sicherung, kannst du auch eine Münze verwenden und so. Dann, nee, keine Ahnung. Kann ich das Ding wieder ablegen? Nö. Das sprengen? Nö. Oh mein Gott. Es müsste eigentlich ganz unten gewesen sein beim letzten Mal, oder? Da kam so ein scheiß Vieh raus und... Nee, ich mache euch nichts vor. Ich habe null Ahnung. Null Ahnung. Du nervst. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Seht ihr das? Ich kann einfach nicht vorbeigehen. Natürlich.
Ja, muss ich hinten rumgehen, ist klar. Sowas nervt. Wisst ihr, was auch nervt? Mir zuzusehen, wie ich spiele und keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Das ist doch verarsche. Ich soll etwas Bestimmtes zerstören. Kann ich das hier runterwerfen? Nee. Ich muss es ja auch mit was mixen. Aber mit was? Woher soll ich... Es muss doch irgendwie mit den Granaten zu tun haben. Nicht zusammen. Muss Munition und Waffe... Hä? Ich... Nee. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Wie in der letzten Zeit schon ganz oft. Einen Zeitzünder. Woher? Woher? Nur schon die Idee dazu. Woher soll ich sowas nehmen? Ich glaube, ich mache es gleich wieder so, dass ich alleine umherirre. Weil es kann ja nicht sein, dass ihr mir ständig und für immer und hier zuschauen müsst. Hier ist auch nichts. Hier muss doch irgendwo was sein, aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Runter da! Das Einzige, was mir noch in den Sinn kommt, hör auf zu schreien, ist, ob irgendwie ein verstorbener Kollege von uns sowas dabei hat. Moment. Könnte das hier wichtig sein? Hier kann ich das auch nicht einsetzen. Versuchen wir kurz was. Einfach nur so aus Jux und Tollerei. Es scheint nichts zu bewirken. Es hätte ja sein können. Es darf eigentlich auch gar nicht das sein. Wenn ich keine Munition dafür mehr hätte, dann wäre ja vorbei. Untersuchen. Ja, aber du hast nichts dabei. Und hier, meine Freunde. Nee. Nee, er will auch gar nichts dazu sagen. Er will gar nichts. Oder ist hier irgendwo was runtergefallen noch von diesem Sprengstoff oder so? Nee. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Nee, ich muss weiterhin hier durch latschen, um mir das alles ansehen. Aber... Ja, ich glaube, das mache ich dann wieder alleine. Also Leute, ein weiteres Mal, bis gleich. Ja Leute, man kann es eventuell sehen und da steht es auch noch untersuchen. Eine harmlose, holzvertäfelte Wand begrenzt diesen Raum. Im Vergleich zu den anderen Wänden in diesem Raum wirkt sie fast leer. Ja, das ist der Punkt. Aber wir können nicht einfach so da durchbrechen. Nein, wir brauchen Erkennung. Einfach mal das hier, keine Ahnung. Und so funktioniert's. Da kommt die Tür. Ja, wir waren ja schon mal hier drin und wir haben auch schon mal gesehen, dass da eine Tür sein muss, aber... Ja, da habe ich wieder ein bisschen länger gebraucht, als vermutlich alle anderen. Naja. Was sind das für Töpfe hier? Die sind komisch. Ja. Ja, hier waren wir auch schon. Ah, da ist der Zünder. Oha. Ja, das zerstören. Das ist mir klar. Zünder. Prüfen. Diese elektronisch gesteuerten Zünder machen aus jedem an sich ungefährlichen Stück C4-Plastiksprengstoff eine gefährliche Bombe. In dem Zünder ist ein Zeitmechanismus eingebaut, der auf 3 Minuten eingestellt ist. Ja, kann ich ja jetzt auch nicht verändern oder so. Nö, kann ja nicht. Hier durchgehen war, glaube ich, uncool. Ich musste, glaube ich, Schild einsetzen, oder? Ja, ich glaube Schild. Mach einfach das da.
So, nun lauf. Ja, das... Oh, hoffentlich ist die Magie stark genug. Ah, ja, komm, das reicht. Ja, jetzt hier irgendwo. Kann ich bitte nochmal speichern? Nee, kann ich nicht. Kann ich nochmal rausgehen? Hier? Speichern? Ja, hier kann ich speichern, gut. Ja, jetzt hier muss ich irgendwas in die Luft jagen, aber was? Und hier kann ich nicht irgendwie... Nehm das da. Aber ich möchte den anderen Modus, nämlich den hier. Und dann möchte ich die Waffe bitte noch verzaubern. Aber, ja, nee, noch nicht. Weiß noch nicht zu was. Jetzt muss ich irgendwie hier rüber vielleicht. Also ich nehme an, ich muss die Brücke zerstören oder was. Die stehen auch nicht mehr am selben Platz wie früher. Diesen Hebel kann ich auch nicht mehr betätigen. Ich habe irgendwie Angst, die Brücke zu betreten. Was passiert? Oh nein! Oh nein, oh nein! Weg, 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 weg. Das war irgendwie kacke. Das war irgendwie scheiße. Erstmal weg hier. Laden. So, jetzt. So, du bist tot. Du bist tot. Und du bist tot. So, geht doch. So, 30 Schuss, aber ich möchte den Modus wieder wechseln. So nämlich, gut. Einzelschuss. Und jetzt. Untersuchen, aha. Seit Jahrhunderten hat sich das Böse in dieser Grube konzentriert. Ungezählte Seelen wurden der Dunkelheit geopfert. Jemand muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Würde man hier eine Bombe platzieren, so könnte man die ohnehin marode Stadt dem Erdboden gleich machen und alles, was sich in ihr befindet. Moment. Ja, dann kombiniere ich jetzt das mal. So, und ich nehme an, ich muss anschließend flüchten. Deswegen heile ich mich erstmal. Und dann bin ich nicht dumm. Dann bin ich nicht dumm. Ich mache hier nochmal eine Runde, bis ich volle Magie habe, weil ich nehme an, ich muss wieder zurück. Durch dieses gelbe Gedüns, wofür ich mein Schild brauche. Ja, ist, glaube ich, gar nicht so dumm, was ich mache. So, das muss reichen. So, ungefähr hier. Benutzen. Auch wenn die Bombe sehr viel Sprengstoff enthält, wird ihre Kraft nicht ausreichen, die Stadt zu zerstören. Es muss eine Möglichkeit geben, ihre Zerstörungskraft noch zu verstärken. Ah, Idee. Magisches Item. Sprechen. Ich hoffe, das Kleine reicht. Mit Rot und verstärken. Das Item ist jetzt magisch. Und da ich es mit der Chaturga-Magie benutzt habe, reicht es hoffentlich. Noch stärker. Na super. Na toll. Ich versuch's damit. Ja, ist jetzt noch magischer. Reicht es jetzt? Oh, nein, es reicht immer noch nicht. Leute, ich glaube, das war's erstmal für heute mit Eternal Darkness. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.